Mahlzeit und Prost, ich bin's, euer Tigger, und heute gibt's mal wieder einen Albumcheck, beziehungsweise diesmal einen EP-Check, und der ist kürzer als gewohnt. Da trinke ich erstmal drauf. Ja, warum ist denn der EP-Check kürzer als gewohnt? Erstmal, es ist eine EP und kein Album. Und zweitens, ich habe das Ding als Download bekommen. Denn die Band Haters Paradise, um die es hier geht, hat ihre EP nicht mehr als physischen Datenträger. Na, gibt's denn sowas? Die machen auf jeden Fall gute Mucke. Die machen so Thrash Deathcore, wenn man das mal so beschreiben darf. Aber ich kann jetzt hier keine CD zeigen. Fangen wir gleich mal mit der Mucke an. Wenn mein Gerät hier mitspielt. Da kommt's. Ja, gute Gitarren, oh, gutes Schlagzeug, das gefällt mir, so dürfen Lieder anfangen. Hatte zwar ein Intro, ich mag eigentlich die Intros nicht, aber das gefällt mir, da kann man gut bei schubsen, gut bei moschen, gut bei Bier trinken. Das erste Stück, Haters Paradise, ist ein quasi ein selbstbetiteltes Lied, wonach auch die EP benannt ist. Und sollte euch diese EP gefallen und ihr wollt die haben, schreibt die Jungs an. Vielleicht werden sie nochmal produzieren. Und vielleicht kriegt ihr noch nicht mal das Ganze als CD. Würde mich freuen, weil die Musik ist geil. Das ist Musik, die mir gefällt. Hart, gut, Geschrei, so muss das sein. Mal gucken, ob es damit weitergeht mit Frequency of Calamity. Frequency of Calamity. Oder so ähnlich. Man verzeiht mir die falsche Aussprache. Hartes Gitarrengriff am Anfang. Das ist geil. Ich spule mal so ein bisschen ins Lied rein. Ah, das ist geil. Das ist gute Mucke, die macht mir Spaß. Ja, das, sowas macht Spaß, aber ich habe die Jungs noch gar nicht vorgestellt. Ich fange hier mal von unten nach oben an diesmal. Der Rob am Bass, dann der Matze an Lead Gitarre und Backing Vocals, der Huffy an den Drums. Und der Michael, von dem ich auch das Ganze hier rübergeschickt bekommen habe, ist an der Gitarre und an den Vocals. Und die Band kommt aus... hier, aus Herzfeld. Bayern? Bayern. Gibt es seit 2012. Machen quasi auch Musik seit dann, natürlich eine Band, die es gibt, die macht auch Musik und haben irgendwie keine CDs mehr auf Lager. Jungs, produziert einfach mal nach. Ich möchte das Ding als CD haben. Oder wenn ein Album kommt, möchte ich das haben. So, hören wir mal ins nächste Lied rein. Peace is for the weak. Nicht Peace is, sondern Peace is, also Friede ist für die Schwachen. Ja, solche Anfänge machen mir Spaß. Boah, das ist geil. Solche Musik macht Spaß. Also mir zumindest. Yeah.
Also wer auf dieses Zeug steht, ich sag mal so auf dieses Death, Black, ne Black ist es nicht, Death, Core, sonst was, ist schon geil. Ja, da ein guter Moshpit, das macht, ach, das ist geil. Und ich muss ja sagen, bisher super, die Tracks. Es gibt ja manche Bands, die haben so komisches Keyboard-Geklimpel am Anfang oder was auch zu der Band passt, definitiv, aber dann so oder so minutenlange Intros. Das finde ich furchtbar. Wenn das einzeln, das Intro abgekoppelt ist, ist das okay, aber die Band ist geil. Die sofort ins Lied rein. Kein unnötiges Rumgeplänkel, dann direkt Geballer. So muss das sein. Das ist geil. So hat man auch einen Hörfluss. Mega bis jetzt. Mal gucken, ob es so weitergeht. Ich habe es jetzt gelobt, jetzt kommt der schwarze Nebel. Mal gucken, ob ich da nicht zu früh gelobt habe. Nö. Auch sehr geil. Guck mal ein bisschen vor. Ja, geil. Eine Heimatstadt. Neresheim lese ich da gerade. Man muss ja auch mal richtig lesen können, ne? Auf jeden Fall Haters Paradise. Geil. Hart. Geil, böse. Das ist Musik, die könnte ich den ganzen Tag hören. Ja, geil. Sehr, sehr geil. Das ist richtig gute, böse Mucke. So, ich möchte das gar nicht mit irgendwas beschreiben, weil viele Bands klingen so ähnlich. Nur für mich ist es halt so Musik, die unterschiedlich klingt. Dafür klingt für mich andere Bands, alle Punkbands, also für mich klingen viele Punkbands ähnlich, für mich klingen viele Rockbands ähnlich, aber hier bei diesem Metal höre ich tatsächlich Unterschiede heraus, wo andere sagen, das klingt doch alles gleich. Geschmäcker sind ja zum Glück verschieden. Da gibt es die einen, die hören das, die anderen hören das und ich höre halt gern Geschrei. Black, Pagan, Folk, Death. Wer meine Videos guckt, weiß das. Aber ich höre natürlich auch gerne andere CDs und stelle auch gerne andere CDs vor. Also ist jetzt nicht so, dass ich nur meine Mucke hier auf meinem Kanal habe. Ich bin offen für alles und finde das meiste auch gar nicht so schlecht. Ja, aber das schlecht finde ich ein Thema, also nicht das nächste Lied, weiß ich nicht, ob ich das schlecht finde. Es geht aber um was ich auch schlecht finde. Das Lied heißt nämlich Ekelhaft. Ich blende mir hier gerade ein, wie es geschrieben wird. Jetzt wisst ihr warum. Na, ich werde das jetzt mal laufen lassen. Dauert auch nur 1,30. Ich lasse es mal durchlaufen. Ich hoffe, die Band hat jetzt kein Problem mit, dass ich das komplette Lied laufen lasse. Ich meine, ich rede ja auch ein bisschen dazwischen. Kann sich also keiner irgendwie einfach hier von dem Kanal klauen. Auch sehr geil. Ach, das macht Spaß. Das ist jetzt nicht so hart wie die anderen Lieder, aber auf jeden Fall so ein bisschen kann man gut bei rumschreien, also mitschreien, kann man gut Kopfschütteln dabei. Ekelhaft. Nein, jetzt war ich falsch. Ekelhaft. Ja. Ekelhaft. Ja, das ist geil. Ich hoffe, das ist okay, dass ich das Lied gerade durchspielen lasse. Wenn nicht, schreibt mich an, dann cutte ich das jetzt im Video noch. Aber ich will dieses Lied auf jeden Fall, weil ich stehe da total hinter. Deswegen, geiles Teil. Ja, ist jetzt aber auch zu Ende.
dauert nur 1,30 das Lied. Ich habe jetzt das ist das einzige Lied, was ich jetzt wirklich mal komplett habe laufen lassen, weil ich stehe da total hinter. Ich hoffe, wie gesagt, das ist okay, dass ich das habe laufen lassen. Ja, die Band Haters Paradise. Alle Links unten in der Infobeschreibung. Schaut es euch an, guckt euch die Lieder auf YouTube an oder ich werde alles hier unten verlinken, auf Facebook. Ach, ihr seht es ja. Wenn ihr diese Band live sehen wollt, ne, die Dates stehen natürlich auch wahrscheinlich bei denen auf der Facebook-Seite. Gehe ich mal ganz stark von aus, aber momentan sind ja dank Corona nicht ganz so viele Dates. Eigentlich scheiße, ja. In diesem Sinne, bleibt gesund und wenn ihr auch mal so eine Review haben wollt, ich mache das normalerweise nur mit CD. In diesem Fall ging das nicht. Und ja, wollt ihr auch eine Review haben, sagt mir Bescheid. Meldet euch bei mir. Meine Links sind ganz unten in der Infobox. Gerade jetzt in der Corona-Zeit, ne, da braucht man Support, wo es nur Support gibt. Ich mache das gern für die kleinen Bands. Wünsche euch noch einen schönen. Wenn euch das hier gefallen hat, lasst dem Ganzen gerne ein Like da. Schaut euch hier noch andere Videos an. Könnt das Ganze abonnieren, das wäre mir natürlich eine mega Ehre. Und deshalb würde ich sagen, macht's gut und haut rein.